Ja, Phonetik und Phonologie der romanischen Sprachen. Das letzte Mal haben wir uns ja mit der Phonetik beschäftigt. Das heißt, heute geht es um die Phonologie. Phonetik, Sie erinnern sich, wir haben das sehr artikulatorisch betrachtet. Also hier die Vokale, wie werden die gebildet, wie kann man die klassifizieren, die Konsonanten, ne, wie kann man die klassifizieren. Dann habe ich Ihnen noch so ganz exotische Dinge erläutert, wie nicht pulmonische Konsonanten, also Konsonanten, nur der Luftstrom nicht aus der Lunge kommt. Hier haben wir nochmal die Konsonanten und hier noch weitere Konsonanten. Ja, und heute wollen wir also jetzt aus der Phonetik in die Phonologie kommen und wir wollen uns also anschauen, inwiefern Laute verwendet werden in der Sprache, um damit ja Bedeutung auszudrücken. Und das ist eben Bereich der Phonologie. Die Phonologie hat einen Gegenstand, nämlich das Phonem. Ja, und hier sehen Sie auch denjenigen, der das Phonem als Konzept erfunden hat, was sich natürlich jetzt als ganz nützlich erweisen wird für die Linguistik. Ja, das ist Jan Ignacy Mieczysław Baudouin de Courtenay. Wenn Sie die Vornamen anschauen, denken Sie sofort an Polen. Und in der Tat, es handelt sich um einen polnischen Intellektuellen französischer Abstammung, wie Sie am Familiennamen sehen. Also seine Vorfahren kommen aus Frankreich. Und er ist allerdings dann in Polen aufgewachsen. Nur im 19. Jahrhundert gab es Polen nicht als souveränen Staat. Da gehörte das zum Russischen Reich. Und in der Tat hat er dann auch im Russischen Reich Karriere gemacht. Er ist dann Professor geworden, vor allen Dingen in Kasan. Und gilt dann in gewisser Weise auch als russischer Linguist, obwohl er sich Zeit seines Lebens für die Freiheit Polens eingesetzt hat und sogar beinahe polnischer Präsident geworden wäre, nachdem Polen dann als Nationalstaat wieder erstanden ist. Ja, und nicht nur für Polen hat er sich begeistert, sondern überhaupt für slawische Minderheitensprachen, kann man sagen. Polnisch ist jetzt keine Minderheitensprache, aber natürlich im Russischen Reich war Polnisch dann eben marginalisiert worden. Und er hat sich eben auch für andere Minderheitensprachen slawischer Prägung interessiert, die unter Umständen natürlich noch stärker marginalisiert worden sind im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Insbesondere für eine Varietät des Slowenischen, die für Romanisten insofern interessant ist, als sie in Italien gesprochen wird, nämlich im sogenannten Resiatal, nördlich von Udine. Da gibt es eine kleine Gruppe von Slowenen, die zwar, also dieses slowenische Sprachgebiet im Resiatal ist ja nicht weit entfernt von Slowenien. Wenn Sie sich das auf der Karte vorstellen, Udine, dann ist, ja, so, wenn man so von Weitem schaut, Slowenien ja ganz nah. Aber das Resianische war abgetrennt vom slowenischen Sprachgebiet, weil es ja eben auf italienischem Gebiet ist, wo man Italienisch sprach. Ne? Und wo die Verwaltungssprache dann gerade in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Italienisch war. Wo man auch stolz darauf war, dass man Italiener ist, weil sich Italien gerade vereint hatte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und damit war eben tatsächlich auch diese Gruppe von Sprechern im Resiatal abgetrennt von anderen Slowenischsprechern. Und dann kommt dazu, dass eigentlich das Resianische nicht so stark mit dem Standard Slowenischen in Verbindung steht, sondern eher mit einer anderen slowenischen Minderheit in Kärnten, eine Minderheit, die heute
praktisch ausgestorben ist, im Gegensatz zum Resianischen, das gibt's noch. Also wenn Sie ins Resiatal kommen, können Sie die Leute dort Slowenisch sprechen hören. Und in Kärnten wird schwierig, Slowenischsprecher zu finden. Ja, und mit dem Resianischen hat er sich beschäftigt. Er ist dahin gereist in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts, also noch als ziemlich junger Mann, da dürfte er also ziemlich so ausgesehen haben wie auf dem Bild, und hat dann da Sprachaufnahmen gemacht. Natürlich, Sprachaufnahmen konnte man nicht so machen, wie man es heute macht. Man konnte die Leute nicht aufnehmen. Also es gab keine Möglichkeit, irgendwas auf Schallplatten aufzunehmen oder überhaupt auf irgendwelchen Tonträgern, weil es die noch nicht gab. Gut, die sind auch gerade in der Zeit erfunden worden, und die ersten linguistischen Sprachaufnahmen, die es gibt, sind von 1901. Also 1901 hat man dann tatsächlich Leute aufgenommen, und zwar auf Wachswalzen. Das man so Walzen aus Wachs gemacht, dann hatte man so einen Grammophontrichter, da haben die Leute reingesprochen, und da ist der Schall, durch den Schalldruck ist die Walze mehr oder weniger stark eingedrückt worden mit so einem kleinen, so einer kleinen Nadel, und dann konnte man den Schall tatsächlich auf diese Weise konservieren und wieder hörbar machen. Und diese Aufnahmen von 1901 sind vor kurzem an der Humboldt-Universität in Berlin ja, praktisch neu bearbeitet worden. Man kann heute mit Digitaltechnik da ziemlich viel machen, und das ganze Knacken und Rauschen, was man da üblicherweise hört, konnte tatsächlich herausgefiltert werden, und jetzt sind das wirklich hörbare Aufnahmen. Also die waren jahrzehntelang nicht hörbar, weil die so schlecht waren, aber inzwischen kann man tatsächlich die Leute hören von 1901, und ich finde das total beeindruckend. Ne? Also wenn Sie mal in Berlin sein sollten, bietet sich ein Besuch im Humboldt-Forum an. Und im Humboldt-Forum gibt es tatsächlich so eine Ausstellungswand mit diesen Sprachaufnahmen in allen möglichen Sprachen. Und da gibt es tatsächlich, also sind da die frühesten Tonaufnahmen, die wir haben überhaupt über Sprache. Und das ist schon interessant. Aber wie gesagt, im 19. Jahrhundert ging das noch nicht. Das heißt, wenn man Sprachaufnahmen machte, musste man einfach aufschreiben, was die Leute sagten. Und das ist natürlich schwierig, wenn man jetzt eine Sprache erforschen will, die keine Schrift, keine Orthographie hat, wo man also einfach mal aufschreiben muss, was die Leute sagen, möglicherweise in einer anderen Orthographie, beziehungsweise mit phonetischen Zeichen, die sie ja kennengelernt haben. Jetzt hier spätestens. Und tatsächlich diese phonetischen Zeichen, die ich Ihnen da vorgeführt habe, sind in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelt worden. Eben auch unter anderem mit der Idee, dass man Sprachen, die noch nicht beschrieben wurden, auf diese Weise aufzeichnen kann. Und ja, das war natürlich nicht die einzige Methode, unbekannte Sprachen aufzuschreiben. Da gab es viele andere. Und wir wissen auch nicht so genau, wie Baudouin das so im ersten Anlauf gemacht hat. Also er hat dann später Wörterbücher veröffentlicht. Es gibt auch Manuskripte von ihm, wo man dann sehen kann, wie er transkribiert hat, tatsächlich mit lateinischen Buchstaben, aber offenbar nicht mit dem System der Internationalen Phonetischen Gesellschaft, weil das einfach noch nicht genug verbreitet war. Aber, und jetzt wird es interessant, er hat bei diesen Transkriptionen etwas entdeckt, was sehr wichtig ist, insbesondere für die Linguistik und für unser Verständnis von Sprache. Und das illustriere ich Ihnen jetzt an einem von mir konstruierten deutschen Beispiel. Na, Deutsch können Sie ja alle, dann kann man es vielleicht am besten erklären. Also es geht um das Wort Kirche. Und das haben wir hier transkribiert. In einer sogenannten breiten Transkription oder Broad Transcription, wie das auf Englisch heißt. Also die Internationale Phonetische Gesellschaft hat eben Ende des 19. Jahrhunderts gesagt, naja, man kann Dinge mehr oder weniger genau transkribieren. Wenn es schnell gehen soll, kann man es nur so ungefähr machen. Das nennt man Broad Transcription.
Und dann kann man es natürlich immer enger machen, immer genauer, eben dann eine Narrow Transcription vorlegen. Und hier haben Sie so eine Broad Transcription. No, und da gibt es irgendwie so einen velaren Verschlusslaut am Anfang, das ist dieses K. Der Strich davor zeigt, es ist eine akzentuierte Silbe. No, und dann kommt ein vorderer geschlossener Vokal, I. Dann kommt ein schwer zu beschreibender Laut, der ja irgendwie, also den wir jetzt der Einfachheit halber als R-Laut bezeichnen. Zungenspitzen R, möglicherweise Kirche, Kirche. Und dann haben wir dieses, das ist dieses C mit dem Haken unten dran, also ein palataler Frikativ. Und dann haben wir den Zentralvokal Ö, Kirche. So, und jetzt geht es darum, das vielleicht noch ein bisschen genauer zu machen. Also nicht so breit, broad auf Englisch, sondern genauer. Und da fällt zunächst mal auf, das H ist am Anfang behaucht. Kirche. In der norddeutschen Aussprache würde man auf jeden Fall das H aspirieren. Da wird dann so ein das K aspirieren, da wird so ein kleines H hinzugefügt. Und da haben wir es also schon mal etwas genauer. Und jetzt habe ich schon gesagt, das R, das ist vielleicht gar kein Zungenspitzen-R, sondern mehr ein uvularer Vibrant, Kirche, Kirche. Also machen wir da einen uvularen Vibranten hin. Aber eigentlich ist es das auch nicht. Und die meisten Sprecher des Deutschen neigen dazu, dieses R zu vokalisieren. Also ich wenigstens würde Kirche sagen, Kirche. Ist das irgendwie wie so ein Vokal. Was auf jeden Fall aber jeder deutsche Sprecher tun wird, der wird am Anfang kein K sprechen, K, sondern irgendwie ein Laut, der stärker am harten Gaumen ist. K, K. Und den transkribiert man so, also mit einem C. K. Und dann kommt das I, Kirche, ja, das R, Kirche. Irgendwie muss man dann noch was machen an dem R. Das ist also noch nicht so ganz, wie es sein muss. Und auch das I nicht. I, Kirche. Nee, das ist eher so ein Ö, Kirche. Ne? Also ein kurzer, leicht in Richtung halb geschlossen neigender Vokal. Das wird ein anderes Zeichen dafür genommen. Und jetzt sagte ich schon, das R wird vokalisiert von vielen Sprechern, zum Beispiel von mir. Also Kirche, Kirche, Kirche. Da haben Sie also jetzt eine sehr nahe Transkription dieses Wortes, so wie ich das aussprechen würde. Kirche. Naja, mein Deutsch, da ist das I dann doch noch höher. Aber Standarddeutsch ist schon Kirche. Naja, gut, das R, das vokalisierte R ist vielleicht nicht so ganz Standard. Kirche. Naja, gut. So, jetzt nehmen wir einen zweiten Satz dazu. Ich koche Kohl. Da haben Sie den auch transkribiert. Und was jetzt erstmal auffällt, sofort, das Erste, was Ihnen sicherlich als Erstes auffällt, ist, dass wir in der Orthographie zwar dreimal K haben, aber dass dieser velare Verschlusslaut ist irgendwie anders. Na, Kirche, k, k, k. Und dann haben wir koche k. Und Kohl, also sehr unterschiedlich. K, 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 k. Na, und ja, das ist dann hier eben auch unterschiedlich transkribiert. Man fragt sich aber, warum wird es gleich geschrieben, wenn es doch so unterschiedliche Laute sind. Und noch was Interessantes fällt auf. Wir haben Kirche und ich, aber wir haben Koche. No, da ist auch nochmal ein Unterschied, nämlich und also offensichtlich auch wieder unterschiedliche Laute, die aber was miteinander zu tun haben.
So. Und dann fällt es natürlich auch auf. Unterschiedliche O-Laute. Ne? Koche, O. Und Kohl, O. Also erstmal ist die Länge unterschiedlich, aber auch die Qualität der Vokale. O und O. Der kurze ist offen, der lange ist geschlossen. Ja, und solche Dinge hat eben auch gerade Jan Benoît de Courtenay bei seinen Transkriptionen festgestellt. Er hat also versucht, möglichst genau zu transkribieren. Das macht man halt, wenn man irgendwie anfängt mit einer fremden Sprache. Und dann hat er festgestellt, muss man gar nicht, weil bestimmte Dinge vorhersagbar sind. Nämlich auch hier, ne, das erste K wird wie ich gesprochen, weil danach ein eher geschlossener Vokal kommt. Ne? Und es wird wie k besprochen, k, wenn danach ein eher offener Vokal kommt. Also Kirche, Koche. Ne? Und das ist offenbar regelmäßig so. Ne? Dann schreibe ich doch einfach K, denn ich weiß eh, je nachdem, welcher Vokal danach kommt, ne, umso. Und von daher weiß ich, wie genau dieses K auszusprechen ist. Und das Gleiche gilt hier natürlich auch für Ch und Ch. In Kirche habe ich ein Ch, was eigentlich nach einem Konsonanten steht. Der ist zwar hier vokalisiert dann, aber steht nach einem Konsonanten. Da habe ich und nach hohem Vokal in ich zum Beispiel habe ich ch und nach offenem Vokal o habe ich also koche ich, also genannte ich-Laut und der andere, den nennt man im Deutschen auch ach-Laut, ich, ach, ich, ach. Je nach Umgebung kommt dann die richtige Aussprache. Das heißt, wenn ich die Umgebung kenne, muss ich nun gar nicht mehr genau den jeweiligen Konsonanten oder in dem Fall auch den Vokal genau schreiben, weil ich eh weiß, wie es geht. Ne? Also hier sehen wir das. Es ist halt immer ein K-Laut und ich kann da immer K schreiben. Und dann bin ich natürlich abstrakt. Ne? Das ist nicht genau die Lautung, sondern die Lautung ergibt sich aus diesen Zeichen und dem Umfeld, in dem ich stehe, und diese abstrakte Schreibung, das ist eben genau die sogenannte phonemische oder phonologische Transkription und nicht Seiten zwischen Schrägstrichen. Schrägstriche stehen sogenannte Phoneme. Die Phoneme reduzieren also den eigentlichen Laut auf das, was notwendig ist zur Bedeutungsunterscheidung. Deshalb nennt man das Phonem auch das kleinste oder die kleinste bedeutungsunterscheidende Einheit der Sprache. Also es ist irgendwie ein K-Laut, der unterschiedlich realisiert wird, je nachdem, in welchem Kontext der K-Laut steht. Und das können wir jetzt weitermachen. Bei Kirche, ich und och, also ich-Laut und ach-Laut, die gehören auch zusammen. Das heißt, ich schreibe dann immer da dieses X für den Velar-Frikativ. Und der Velar-Frikativ ist nicht immer Velar. Je nach Kontext haben wir eben plötzlich auch Paraphrase. Nach Konsonanten ist auch Konsonanten und nach Rund und Vokal ist auch Paraphrase. Und wir schreiben den Velar nur eine Zeichen dafür. Das vereinfacht natürlich die Transition ungemein. Und das zweite mit dem R, das R wird nämlich nur vokalisiert, wenn es im selben Auslaut steht. Im selben Anlaut wird es nicht vokalisiert. Das heißt, wir brauchen nur noch ein Zeichen für das R. Und da manche Sprecher das zungenspitze R aktivieren und andere Ulas R, das wird auch als anekdotisch angesehen, weil es wird ein R-Zeichen für alles genommen. Weil zwischen Uvula und apikal, also mit der Zungenspitze gebildetem R, kein Bedeutungsunterschied besteht. Das kann man individuell frei wählen. Man spricht da von freier Variation und deshalb wird dafür ein Zeichen eingesetzt.
Und das geht noch weiter. Koffer, ne? Schurz, ne? Alles offen. Das heißt, wir müssen gar nicht sparen, dass es trotzdem ist. Das Phänomen, für das Phänomen ist es uninteressant. Du bist einfach, wenn das, wenn der O-Laut kurz ist, ist es O. Und wenn der O-Laut lang ist, ist es O. Also das hängt von der Länge ab. O, O. Und das nennt zeigen Männlicher, dann macht man die Pause in Doppelpunkte, dann macht zwei kleine Teiche, die Dinge einmal rüberstehen. Beziehungsweise, wenn es nicht ganz so lang ist, dann reingehalten. Ja, aber das ist wirklich die lange Länge mit den zwei Zeichen in den beiden Zimmermatten rein. Ja, und in der Phonologie des Deutschen wird es oft statt des Zeichens mit den beiden mit diesem Längenzeichen dahinter ein Strich, das hat so gemacht, das sind auch das typisch germanistische Transkription des Wortes oder und die Bedeutung zu der Vereinigenden in der Längenbegriff macht man das gerne in einem Strich. Der Gedanke, der dahinter steht, ist, dass wenn man ein erster Umwachmann mit Doppelpunkt, dann sieht das aus, als seien es zwei Segmente. Aber es sind einfach zwei unterschiedliche O's und so, deshalb hat man alle Listen gerne mit dem Strich. Diese Notation mit dem Strich ist ein bisschen germanistisch. Wenn Sie also keine Germanistik studieren und die Linguistik des Deutschen für Sie nicht so interessant ist, kann dann machen alle das mit dem Doppelpunkt. Ja. Und das ist jetzt eine abstrakte Transkription. Nur noch anzeigt die Informationen, die man braucht, um Bedeutung zu unterscheiden. Wie die genaue Aussprache ist, das können wir aus dem Phonemischen, aus der phonemischen Transkription, also aus den Phonemen, nicht genau entnehmen. Das müssen wir eben aus dem Kontext nehmen. Also Kontext, Sinn, Auswahl aus R, sind lokalisiert. Der Syllabe exklusiv vor I ist weiter vorne gesprochen, paraphrane ausgesprochen. Der Syllabe frikativ wird auch palatal ausgesprochen, in Kontakt mit geschlossenen Vokalen, also vor, nach geschlossenem Vokal, Achlaut, Ichlaut. So. Ja, und hier haben wir dann nochmal die Definition. Das Phonem ist die kleinste bedeutungsunterscheidende Einheit. Und um die Bedeutungsunterscheidung geht's ja eben. Und wenn man halt nicht viel Zeit hat und mitschreibt, wie jemand, spricht, dann ist es vielleicht ausreichend, nur das Bedeutungsunterscheidende aufzuschreiben. Und diese Bedeutungsunterscheidenden, also die Kette der bedeutungsunterscheidenden Laute der Phoneme, ist natürlich auch ein bisschen die Grundlage für eine gute Orthographie. Also wenn man jetzt eine Orthographie des Resianischen entwickeln will, was Benoît de Cotonnet dann gemacht hat, dann muss man sich für die bedeutungsunterscheidenden Elemente interessieren und nicht für die genaue Aussprache. So, jetzt gibt es einen Test, mit dem man herausfinden kann, ob ein Laut, kann man auch Phon sagen, ob der ein Phonem ist, also bedeutungsunterscheidend ist. Und das sind sogenannte Minimalpaare. Bei den Minimalpaaren stellt man Wörter gegenüber und schaut, wie die sich unterscheiden. Und wenn die sich wirklich nur in einem Laut unterscheiden, ist genau dieser Laut, wie man hat, der den Schein verdrückt, ein Phonem. Ja, und dann, wie sieht man es? Das ist doch doof. Genau nicht schwarz. Naja, bleiben wir mal das eigentlich nicht. Also, Karo haben wir da, und dann haben wir da wieder ein Loch. Also, Karo, L sind offenbar Phoneme, weil er sich Koche und Loche nur durch der Arme unterscheiden. Und Loche und Lache, nur durch O und A, also ist der O-Laut und der A-Laut jeweils von B. So, Koche, komme, dann haben wir uns rum, komme, ja, das ist die beiden Zendios
Ach, komm, aus dem nächsten Jahr ist nicht gegenüber, haben wir halt noch ein Händchen. Ja, also die Deutschen, das ist ein Doppelkonzert. Ja, in der Autografie schon, auf der Autografie zeigen lange die Doppelkonsonanz in Funktion anzuzeigen, dass der Lauch davor kurz ist. Aber in der Phonetik haben wir auch gemacht. Also, komme, oder das komme, schicken wir Poche gegenüber, dann haben wir immer noch Poche und Pochs, und schicken wir Flexionsformen, dann haben wir Poche und Kobold, komme und dann Pilze, und das haben wir in der Sache, das nicht geht, um dann herauszufinden, was bedeutet das Unterscheiden ist, welche von denen es also in einer Sprache gibt. Und dann kann man das Phonemsystem aufschreiben. Ich habe das hier mal nur für die Vokale gemacht. Das vereinfachte Vokaldreieck im Deutschen mit lang und kurz. Sie sehen die deutschen Vokale. Aber das ist vereinfacht. Es ist halt die Länge. Längere Unterteilung, an jedem der Formen ein bisschen lauter für uns. Hochdeutsch, süddeutscher Prägung, also so wie es hier gesprochen wird, hat auch noch ein langes Käse und so. Das gibt es nicht überall. Das ist die lange Variante ist halt immer geschlossen und die kurze aus. Was natürlich auch stark ist. Und das ist natürlich nicht mehr in der Schriftsprache vorhanden. Und von daher wird das stark gestützt durch die Schriftsprache. Und eben viele auch Menschen in Norddeutschland sind überzeugt, dass es ein ein langes gibt, obwohl sie das nie sprechen. Ja, gut. Also nochmal die Phoneme, kleinste bedeutungsunterscheidende Einheit. Und aus diesen kleinsten bedeutungsunterscheidenden Einheiten setzen sich jetzt die sprachlichen Zeichen zusammen. Also man bildet Ketten von Phonemen. Wie haben wir das? Die Phonemkette. Und die Phonemkette in diesem Fall und komme, bildet jetzt das Zeichen. Das Zeichen Klettern, Maus, Nehmen. Aus, dass die Phoneme zusammengesetzt sind. Die Phoneme haben für sich keine Bedeutung, aber das, was daraus besteht, was kommen hat, eine Bedeutung, ist ein Zeichen. Und die kleinsten Zeichen, die man also nicht in weitere Zeichen zerlegen kann, ne? Wobei bei kommen man schon drüber nachdenken kann, ob das vielleicht doch zwei Zeichen sind. Kommen. Ich komme, das ist ja nicht so, da ist ja noch was dran, was vielleicht die Flexionsänderung ist. Dann wird er sagen, das muss ich nochmal den Muster, den Komm und Bild. Oder wir haben unten auch nochmal eine Phonemkette, K, A. Das ist eigentlich das gleiche in der Phonem, ne? Die gleiche Bedeutung, aber dazu kommt noch was mit der Literatzeit, K. Wir können bei Namen auseinandernehmen. Ja. Aber da muss ja anders das kommen. Da steht eben das mit der Literalzeit drin. Aber
Und ich kann Karm zusammenbringen. Damit ist Karm Morphem, weil es nicht weiter wahrnehmbar ist. So. Jetzt habe ich schon gesagt, das Phonem kommt in verschiedenen Varianten vor. Bei Kombe ist das sehr wohl am offen. Nicht geschlossen. Das K bei Komme ist hinten artikuliert, velar und nicht palatal, wie bei Kirche. Das heißt, wir haben verschiedene Phonemvarianten, eben Phone. Und diese Phonemvarianten, diese Laute nennt man Allophone, weil sie verschiedene Varianten eines Phonems sind. Und genau das da hier kann man auch bei den Morphemen gerade. Sie zeichnen sich in verschiedenen Varianten aus, möglicherweise. Also eine Dellinung mit Zeitung, was kommen bedeutet, sieht anders aus. Das heißt, es gibt eben auch Zeichen, Varianten, je nach Kontext. Und da spricht dann eben auch ein Morphem, eine Varianten, Brille oder offen. Ein oder was anders, ja, anders sehen die Morphe aus. Oder Morphe alleine sind eben Formen, die tatsächlich eine Bedeutung haben. Ja, und da erkennen Sie jetzt noch etwas. Nämlich, die Sprache ist doppelt gegliedert, sagt man. Es spricht von doppelten Gliedern. Im Französischen mal, wenn ich im Abgleich sage, wenn man das auf Französisch lernt, im Double Artikulation. Lüblautinversion, da auf Deutsch auch ein doppelte Gliederung. Nämlich, wir können, wenn wir Sprache untersuchen, auf der einen Ebene die Sprache im kleinsten Zeichen zerlegen, aber diese kleinsten Zeichen, die kleinsten bedeutungsnahen Moment, wenn wir aufnehmen, lassen sich dann weiter aufteilen, auf einer anderen Gliederungsebene in bedeutungsunterscheidende Elemente. Die Phonäre. Aber das meinst du, was wir haben, ist der einzelne Laut, der hat aber keine Bedeutung. Dann, das liegt eben auch das einzelne Laut aus tragende Element, das wir auch sehen, dann das kleinste Zeichen. Und natürlich, wenn wir uns für die Deutung bewusst sind, dann wollen wir natürlich die kleinste Zeichen haben. Wenn wir jetzt wissen wollen, wie die mal klingt, wo man halt ähnliche Blau sprechen, geht er auf der Ebene der bedeutungsunterscheidenden Elemente. Das heißt also, eine andere Linie des Ebenes ist. Das ist so, das gibt es auch vorher. Und erstmal, da geht dann mit dem Platz Zeichen, und mit dem Platz Zeichen kann man wieder weiter zitieren. Jetzt ist noch ein interessantes Symbolik. Die Anzahl der Zeichen in der Sprache ist so ähnlich. Also, das Lexikon ist unendlich. Ganz viele, wenn die jederzeit auch neue Wörter bilden, also neue Zeichen in den Sprachen einzeln, das ist wirklich noch nennen. Die Zahl der Leben, dort auch noch Schweigen, die ist endlich, das ist auch relativ klar. Ich hatte mir dann beim Linguisten der Lokale und also den Frauen Sprache. Deutsch finden das sehr viele, weil es ja alle in kurzem Land macht. Die Zahl der Land ist auch überschaubar. Und da kommen dann jeder bringt mal 10. So aus ungefähr 30, jeder was nicht bedeutet unterscheidende Elemente, auch ein bisschen nehmen. Und das bei allen Sprachen so. Und die gibt es ein bisschen mehr, aber ein bisschen weniger. Sprachen sehr viel weniger von dem normalen, aber mindestens zwei muss es ja geben. Aber die Zahl der Zeichen, der Morphemen, das sind alle Sprachen immer und Mensch. Das ist ganz interessant. Ja. Das Ganze das sieht aus wie so eine geniale Idee, dass die Menschen, als sie sich die Sprache erschaffen haben, war so, dass
sich überlegt haben, dass man irgendwie Glanzelemente hat, deswegen man eine größere zusammensetzen kann und die dann eben halt die erste Bedeutung tragen. Aus der Sicht der Kommunikationsideologie ist das ziemlich effizient, das dann zu machen. Aber nicht für die Menschen, die Matrix organisiert, das ist das gleiche Prinzip, treffen wir immer wieder an, wenn es darum geht, Informationen zu übertragen. Und in der Natur ist ein Bereich, wo man sehr viel Informationen übertragen muss. Das funktioniert ganz ähnlich. Nämlich der Bereich der Genetik. Also warum müssen das gesamte Erdblut, das ist ein Bauplan eines Menschen, wenn sie sich wieder passieren wollen, bei einer Pflanze oder irgendwas in der Natur, müssen sie, das müssen sie immer wieder repressieren, weil es dann dieses Generationenprinzip gibt, das ist immer wieder schwer, neue Schwebe. Und diese genetische Information, sehr viel Information, sehr komplexe Information, die wird aber auch auf ihre Weise encodiert. Das heißt, es sind vier Bausteine, die vier Aminosäuren. Mit diesen vier Aminosäuren, das sind eben diese 300 Elemente, sie haben auch eine Kettenbildung und diese Ketten wird hier an die eigene Information gefangen. Dann ist es mir da ganz genau. Und da man festgestellt hat, dass irgendwie alle Kommunikation, oder nicht alle, aber viele Kommunikation so organisiert ist, hat man dann in der Zeichentheorie dafür auch spezielle Begriffe geschaffen, nämlich die Zeneme und die Pläreme. Ja, also die Phoneme entsprechen den Zenemen, das sind immer die bedeutungsunterscheidenden Elemente, die keine eigene Bedeutung haben, und dem gegenüber stehen in der Sprache Morphe oder allgemein oder die Pläreme mit kleinsten bedeutungstragenden Elemente, aber mit minimalen Zeichen. Da ist es denkbar, dass es noch eine weitere Ebene gibt, und die gibt es natürlich auch in der Sprache, im genetischen Code. Diese kleinsten Zeichen kann man wieder kombinieren zu komplexen Zeichen. Und damit hat man ein Aussagen, ein Abfolgen von Zenemen, die man wieder zusammenfahren kann. Und in der Sprache macht man das natürlich auch. Wir sprechen und sagen nicht einzelne Wörter, sondern wir haben komplexe Zeichen oder Sätze oder mehr als Sätze, als Texte. Und erst auf Satzebene oder vielleicht sogar erst auf Textebene wird es dann übermittelt. Also gehen Sie jetzt natürlich sehr viel mehr zusammengesetzt. Ja. Gut. Warum haben wir das auch? Die Allophonie. Hatte ich ja vorhin schon genannt, obwohl ich erst die Allomorphie dann auf der Folie hatte. Die Allophonie, da haben Sie das nochmal, dieser velare Frikativ ist nicht immer velar, sondern kann in den palatalen Bereich verschoben werden. Das heißt, für das X hier zwischen Schrägstrichen, also dieser Frikativ, der im velaren Palatal Bereich ist, gibt es eben zwei Varianten. Das ist dann daneben dargestellt zwischen den beiden Schrägstrichen. Jetzt wollen wir mit unserer Tilde zu diesem Phonem, ja, eben als Realität. Phonemvarianten oder alles. Und dann gibt es sogenannte phonologische Regeln. Das sind Regeln, die eben so etwas in der Welt. Also das abstrakte Phonem wird genommen und dann wird gesagt, es wird die Realität, es wird in einem bestimmten Kontext. Man macht also einen Pfeil, die eckige Wanderung mit eben Polieren und dann Schrägstück-Telefonieren und die eckige Wanderung ist die wirkliche, Aussprache. Und dann kommt ein Schwenkbild, welcher der Kontext.
Also dunkler Vokal. Der Stich, jetzt nach dunkler Vokal singen, ist dann das Element und das ist E. Nach einem dunklen Vokal wird das tatsächlich ausweiten. Kommen wir nach. Nach einem hellen Vokal oder nach einem Konsonanten wird das Ballade. Also ich, nicht die Augen wach. Das Ganze nennt man von Drogen. So. Jetzt habe ich Ihnen ja schon jemanden vorgestellt, der in Russland aktiv war, nämlich der Jan Audouin de Courtenay in Kasan vor allen Dingen. Aber eben von der Nationalität her Pole. Und jetzt gibt es aber noch einen anderen Phonologen, der ebenfalls Russe ist, aber jetzt tatsächlich Russe. Also nicht irgendwie einer anderen nationalen Minderheit angehört oder ethnischen Minderheit. Nikolai Trubezkoi. Den schreibt man auf Deutsch meist so, das ist jetzt nicht die offizielle Transkription, sondern das liegt daran, dass Nikolai Trubezkoi nach der Revolution in Russland, also 1917, geflohen ist aus Russland und als Exilant sich niedergelassen hat in Österreich, in Wien. Und da hat er dann eine deutsche Schreibung für seinen Namen gefunden, wie es da steht. Deshalb ist es in Deutschland üblich, den auch so zu schreiben, weil er sich selber dann so hat schreiben lassen, als er dann in Österreich gelebt hat und auch geforscht hat. Also seine wichtigen Arbeiten sind tatsächlich im Exil entstanden. Und er hat sich weiter Gedanken gemacht um diese Problematik der Bedeutungsunterscheidung. Und hier sehen Sie jetzt ein Problem, mit dem er sich auseinandergesetzt hat. Und wir haben im Deutschen zwei Wörter, die gleich ausgesprochen werden, nämlich Rat. Rat. Und Sie haben hier zwischen Schrägstrichen dann jetzt die phonologische oder phonematische Transkription. Wir haben R, wir haben A, ein langes A, was man manchmal auch mit Strich darüber schreibt. Und dann das T, Rat. Wir schreiben die unterschiedlich. Warum eigentlich? Warum schreiben wir die unterschiedlich? Das ist natürlich eine Erschwernis, wenn man schreiben lernt, weil man dann wissen muss, muss mit D schreiben oder mit T schreiben. Ja, der Grund für die unterschiedliche Graphie ist, dass da offenbar tatsächlich unterschiedliche Laute zugrunde liegen. Also historisch hat man offenbar tatsächlich irgendwann mal Rad gesagt und Rad. Heute geht das nicht mehr. Da kann ich mal Rad sagen mit stimmhaftem D. Geht nicht am Wortende. Denn am Wortende muss ein stimmloser Explosiv stehen. Das nennt man auch Auslautverhärtung im Deutschen. Das heißt, der Auslaut, konsonantischer Auslaut, wird stimmlos. Deshalb heißt das dann auch auf wissenschaftlich Desonorisation. Desonorisation. Und der deutsche Terminus ist Auslautverhärtung. Das heißt also, am Ende eines Wortes muss immer ein stimmloser Explosiv stehen. Stimmhafter geht nicht. Das ist ein großer Unterschied zu anderen Sprachen. Das Englische macht das anders. Wir wissen heute, wenn man Englisch lernt, macht man falsch. Dann sagt man End. Und man meint aber nicht, ich bin Arm heißen, dann macht jetzt mal Punkt. Und das sagt man nicht als End. Das ist wahrscheinlich Unterschied zwischen auf macht es ein Geschleber, das andere Tür aus, wo man mal ist. Und wenn echt ist, ein Doppelöffnung. Das sind dann so vier gerne noch der Orthographie. Aber im Englischen gibt es halt diese Auslautverhärtung nicht. Und andere Sprachen haben eben Auslautverhärtung.
Die kann man blockieren, im Italienischen zum Beispiel, indem man einfach keine exklusive Stream-Auswahl zulässt. Das ist Italienische, man hat keine exklusive Auswahl, sondern gibt es nicht mehr, wenn man Auswahl hat, dann hat man die Möglichkeit mitgestellt. Spanisches System, wo sie wissen, weil man die Spanische hat, es ist ein bisschen individuell ist. Ne? Mit der Dorfschimmer manchmal anzulangen, wenn man rauslaus, Fliegertinnen zum Beispiel, wir sind jetzt ja Fliegertinnen, wenn man Fliegertinnen tun, man bilden, man redet, und dann gibt es dann, glaube ich, auch mal eine Welt. Das ist Stimmung, das gibt es auch offenbar aus. Das Französische ist da ganz ekelhaft. Na, ist es im modernen Französisch auch so, dass Konsulat und Gewerbliche im Auslauf stehen, auch vermieden werden, dann haben wir Schwa. Schwa wird aber nicht mehr so billig. Auf diese Weise besteht ja die Möglichkeit, tatsächlich Stimmwaffe Konsulat im Auslauf zu haben. Und wir wissen aus der Sprachgeschichte vor der Tilgung des Schwas im Französischen, wir sehen das noch an manchmal an erscheinen. Neuf mit F und Neuf, dann das Femininum von Neu. Neuf hat eben einen stimmhaften Auslaut. Ja, gut, aber bleiben wir bei der deutschen Auslautfreiheit, und denn da kann man noch schöne Dinge zeigen. Also es muss immer ein stimmloser Konsonant sein, in diesem Fall ein stimmloses T, ein stimmloser dentaler Explosiv an dieser Stelle. Und da das da nicht anders geht, schlägt Trubetskoy vor, bleiben wir doch da einfach gleich ein besonderes Zeichen hier, nämlich zum Beispiel ein großes stimmloses T, dann anzuzeigen, dass mir der unterschiedliche Stimmhaftigkeit nicht mehr besteht. Wir können die Stimmhaftigkeit da nicht mehr unterscheiden. Es liegt also das Archiphonem vor, also ein Phonem, wo bestimmte Unterscheidungen neutralisiert worden sind. Ich habe das hier nochmal geschrieben. Am Wortende ist die Opposition zwischen stimmhaft und stimmlos aufgehoben. Wir können stimmhaft, stimmlos am Wortende nicht mehr unterscheiden. Das heißt, diese Opposition zwischen der stimmhaft und stimmlos ist neutralisiert. Und das nennt dann Trubetskoy Archiphonie. Aber das kann man noch weiter denken. Es kommt ein anderer Russe, der auch nicht in Russland gelebt hat, oder ebenfalls nach der russischen Revolution geflohen ist. Das ist Roman Jakobson. Roman Jakobson, hier ein Foto aus späterer Zeit. Das ist, glaube ich, schon so wie, es sind, glaube ich, ein Foto aus den 70er Jahren, wenn man hier im Internet findet, Roman Jakobson, so wie er immer erlaubte Fotos zeigen, das ist ein Weinfall, die Foto, die sind ein bisschen lang, dann ist es einfach unter mich. Damit man muss so sehr mitreißend gelehrt haben. Das Foto deutet das ja an, aber ich habe selber auch von ihm gehört, denn als ich in Köln mein Studium aufgenommen habe, und da war Roman Jakobson schon tot, aber man berichtete in Köln immer aus der Kölner Lehre, da war man ja eben als alter Mann schon eine Gastprofessur in Köln inne gehabt hat und vor einiger Zeit Phonologie auch gelehrt hat. Und von daher wurde das immer wieder erzählt, wie mitreißend er gelehrt hat. Gut, das ist jetzt nicht unser Thema. Er hat aber eine andere Idee. Er sagt auch, da wird was neutralisiert. Aber das Archiphonem interessiert uns eigentlich nicht so, sondern uns interessiert, was da zugrunde liegt. Also hat er vorgeschlagen, wir schreiben da kein großes D hin, sondern ein großes D. Und dieses große D nennen wir Phonie. Das ist nämlich das unbeliebte von D bei Ra. Ähm,
wir wissen, was da zugrunde liegt, dass der letzte Laut nicht der letzte Laut ist, sondern was anderes noch kommt, nehmen wir Räder, als innerste Runde mit der Nähe, dann was ist das plötzlich zu dehnen, weil das in den Auslauf der Nähe. Und bei Blumat und Bar, also der Räte, das sind die US-Zeiten, und ja, wenn dann die Hände und Quere, dass die im Auslauf bewegt, passiert nichts, dann ist es immer noch Ding. Müssen wir nichts Besonderes machen, dann steigen wir einfach Rad hin und wissen, das sind sie. Ja. Und bei Rad oben scheinen wir das zugrunde liegen. Wann ist da irgendwas zugrunde liegen, das liegt? Also das Tingi im Auswahl von Rad ist zugrunde liegen bei Nee. Das hat sich geschwitzt, glaube ich, das auf den Grafen, als der Gelenk. Das Tingi im Rad ist eigentlich zugrunde liegen bei Nee. Das wird angedeutet in diesem besonderen Zeichen mit diesem großgeschriebenen D. Er ist dann allerdings schnell wieder von diesem großgeschriebenen Sonderzeichen abgekommen und hat gesagt, wir nehmen einfach eine andere Transkription an, nämlich eine Transkription der zugrunde liegenden Lexeme. Und diese hat er dann zwischen so Doppel. Was ist sticky, was ist durchgeschrieben? Also umgangssprachlich Gulligitter. Die haben einen Namen. Ein Doppelkreuz, ja. Zwischen solchen Doppelkreuzen soll das notiert werden, was zugrunde liegt. Die zugrunde liegende Form. Und jetzt haben sie eine besondere Art der Phonologie. Nämlich eine, die mit zwei Enden benahmen. Das Umliegende und einer an der Oberfläche. Die Oberfläche ist das, was wir hören. Und es wundert mich, wirklich auch immer noch was anderes. Hier steht es nochmal. Das lexikalische zugrunde liegende Morphem, was man dann auch Lexem nennt, das Lexikon-Eintrag oder einige Linguisten, insbesondere auch in der Romanistik, nennen das Monet. Das ist ein bisschen seltsames Wort. Brauchen Sie ja hier nicht zu merken, weil wir alle von Lexem sprechen. Aber insbesondere in der französischen Linguistik hört man manchmal den Ausdruck, also Französisch dann Monem, hinten dann noch, kommt noch ein E dran, Moneme und E mit Gravis Akzent. Aber in Deutschland hört man das Wort Monem eigentlich gar nicht mehr. Lexem wird da gesagt. Oder lexikalisches zugrunde liegendes Morphem. Ja, genau. Ja, und dann gibt es auch wieder so eine phonologische Regel. Ja, also bestimmte Konsonanten müssen stimmlos sein. Ja, auch wie B, wie D. Da. Schreibt ein Wortende, wenn wir so doppelt und doppelt machen. Am Wortende, der ist Ex-Minonyme in einem Wort. So, das ist das. Das nächste überspringen wir mal. Was ist das? So. Doch nee, warum soll man das überspringen? Ist doch völlig richtig. Na, also hier wird es ein bisschen abstrakter dargestellt. Genau. Es geht ja um die Stimmhaftigkeit. Und das ist jetzt eine Idee von Roman Jakobsow. Und so war so ein Merkmal, Routine. Also bestimmte Konsonanten müssen stimmlos sein. Venus stimmlos vor Morgen. Venus stimmlos vor Morgen. Er hat einen Nachmal eingeführt. Diese Arbeit mit Merkmalen ist ein besonderer, ist praktisch dann die Erfindung von Roman Jakobsen.
Wenn man sich das nochmal genauer anschaut, also wir haben das Verb rasen im Deutschen. Die Autofahrer rasen auf der Autobahn. Und dann kann man sagen, ras doch nicht so. Ras, das sehen Sie, ist im Auslaut und ist stimmlos. Rasen, stimmhaft. Ras doch nicht so. Ja, stimmlos. Und das heißt, also, das müssen wir erweitern. Es sind eben auch noch andere stimmlose Laute. Also stimmlose Laute können eigentlich nicht im Auslaut stehen. Es sei denn, Moment, stimmhafte Laute können nicht im Auslaut stehen. Es sei denn, sie sind immer stimmhaft. Also bestimmte können dann doch, aber diese, die es in stimmhaft und stimmlos geht, gibt, da muss immer die stimmlose Variante im Auslaut stehen. Und das sind diese, die hier aufgezählt sind. Oder ganz allgemein Laute, die stimmhaft sein können, die also das Merkmal plus stimmhaft haben und kommen das Merkmal minus stimmhaft im Auslaut. Was gesagt von der Bewegung und der Schrägstrich mit dem Kontext an. Doppelkreuz im Auslaut, aber Unterschied der Boras vorne im Auslaut. Vorne im Auslaut. Stimmhaft sein können und stimmlos, die also das Merkmal Stimmhaftigkeit haben, dazwischen wechseln können, die müssen dann stimmlos sein. Ja. Also hier steht es nochmal, ein Konsonant, C steht für Konsonant, ist immer minus stimmhaft vor Auslaut. Diese Regel gilt allerdings nicht für Konsonanten, die immer stimmhaft sind. Diese haben einen besonderen Namen, die heißen Sonanten oder Resonanten, beziehungsweise sie haben das Merkmal Sonorant. Das ist jetzt ein bisschen ja, verunsichernd, weil die Laute in der Linguistik Sonanten oder Resonanten genannt wird. Das Merkmal, das sie beschreibt, heißt aber Sonorant. Sonorant. Wäre schöner, wenn sie so nur ran ist. No, aber das ist jetzt leider ein bisschen kompliziert. Laute minus so nur ran, die haben stimmhaft und stimmlos sein können. No, die sind dann stimmlos aus. Laute, die das Merkmal plus so nur ran haben, also sowas wie die Laterale oder die Nasale. Na, die bleiben stimmhaft. Also, noch allgemeiner formuliert, Minussonorant-Laute sind minus stimmhaft im Auslaut. Also für alle Nicht-Sonoranten gilt, sie müssen stimmlos im Auslaut sein. Das ist eine sogenannte Morphemstrukturbedingung des Deutschen. Im Deutschen ist das also in der Feile, bedeutet eigentlich wird zu, wie man meinen könnte, sondern bedeutet eigentlich bedingt. Ne? Also minus sonorant hat zur Folge im Auslaut stimmlos. Ja, Morphemstrukturbedingungen des Deutschen. Genau. So. Stimmt das, dass wirklich alle Sonanten oder Resonanten immer stimmhaft sind? Wenn man das Französische betrachtet, bekommt man da Zweifel, denn der R-Laut gilt als Sonant, aber der kann im Französischen stimmlos sein. Und wenn Sie noch weiter ins Französische einsteigen, dann stellen Sie auch fest, dass sogar Nasalkonsonanten stimmlos sein können im Französischen unter Umständen. Also hier, der stimmhafte Rorre, der stimmhafte Frikativ wird zu stimmhaftem, stimmlosen Frikativ vor stimmlosen Lauten. Das berühmte Beispiel, pocht, pocht. Die Tür. Im Französischen. Also gibt es unter Umständen Probleme.
Das ist bis vor kurzem nicht geklärt gewesen, wie man damit umgeht im Französischen. Ich habe dazu einen Aufsatz verfasst. Ich glaube, den habe ich Ihnen noch, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich Ihnen den verlinkt habe. Nee, ich glaube, den habe ich Ihnen gar nicht verlinkt. Über das R im Französischen, wo ich die Problematik geklärt habe. Ja, gut. Minus Honorant, minus Stimmhaft. Da haben Sie das nochmal. Die Morphemstrukturbedingung, die möglicherweise im Französischen problematisch ist. Aber im Deutschen ist das kein Problem. Da gilt das, ist unumstößlich. Also alle Laute, die nicht immer stimmhaft sein müssen, werden stimmlos im Auslaut. Das besagt das. So. Genau. Ja, die neue Idee von Roman Jakobsen ist jetzt, dass Phoneme und dann eben auch Summen, Laute, Summen von Merkmalen. Und Sie haben gesehen, Roman Jakobsen arbeitet mit solchen Merkmalen wie Plusstimmhaft, Minusstimmhaft, Plussonorant, Minussonorant und nicht mehr mit Lauten. Und dadurch werden die Phoneme dekonstruiert. Das passt auch gut ins Bild, ne? Denn Phoneme werden, denn man hat irgendwie schon den Eindruck, dass man noch ein bisschen weiterarbeiten kann mit den Lauten. Und Roman Jakobsen versucht nun die Laute, die Phone und damit auch die Phoneme in Merkmale zu zerlegen. Und Sie haben schon gesehen, diese phonologischen Regeln, die wir hatten, da kommen mal Merkmale vor und man kann dann sogar sagen, dass phonologische Prozesse, also irgendwelche Veränderungen in der Phonemkette, wie die Auslautverhärtung, nicht Phoneme betreffen, sondern Merkmale betreffen. Die Stimmhaftigkeit verändert sich. Das ist ein Merkmal. Dann weiß man, phonologische Prozesse operieren durch Merkmale. Das ist eine sehr interessante Erkenntnis. Man kann jetzt eben tatsächlich mit diesen Merkmalen arbeiten. Und dann kann ich die phonologischen Prozesse eben, die auf diese Merkmale wirken, als kontextsensitive Regeln darstellen. Also x wird zu y im Kontext von z, also in diesem Fall vor z. Oder, das ist ein anderer Ansatz, der in neuerer Zeit aufgekommen ist, und sagt, da kommen wir die, dass das Konzept der Regel vielleicht problematisch ist, was es vielleicht besser ist, wenn man über Beschränkungen macht, Constraints. Also das Lautsystem ist beschränkt. Ich kann, muss irgendwas machen vor der Wortgrenze. Die Wortgrenze legt mir eine Beschränkung auf und ich kann nicht mehr alles artikulieren an der Wortgrenze. Und auch diese Beschränkungen operieren auf Merkmalen. Und was man jetzt gemacht hat, hier ist das einmal für das französische Lautsystem, aber solche Tabellen kann man für alle Sprachen erstellen. Hier ist nun die Laute einer Sprache, in diesem Fall das Französische, zerlege ich mal in die Merkmale. Jede dieser Laute hat eine bestimmte Merkmale. Das heißt also, jeder Laut setzt sich anders aus Merkmalen zusammen. Was sind diese Merkmale? Na, Sie können es sich denken. Das sind natürlich genau diese Dinge, die wir schon kennen, nämlich Artikulationsart und Artikulationsort. Also wir haben hier erstmal vokalisch und konsonantisch. Das ist sehr allgemein. Das ist irgendwie so eine Mischung aus Artikulationsart, Artikulationsort. So eine Randobstruent überspringen wir mal schnell. Aber nasal, nasal ist eine Artikulationsart, nämlich da entweicht Luft durch die Nase. Das sind eben alles Laute, bei denen die Luft durch die Nase geht. Und da, wo das Plus steht, gilt das. Also Sie sehen das Plus erstmal hier beim bilabialen Nasalkonsonanten, beim dentualviolaren Nasalkonsonanten, dann gehen sie ein bisschen weiter, dann kommt der palatale, und dann kommt der velare,
und dann kommt lange nichts, weil dann auch die Vokale kommen. Und am Ende bei den Vokalen haben wir wieder vier, wo auch die Luft ebenfalls durch die Nase geht, also sogenannte Nasalvokale. Und an. Ne? Da ist dann auch nochmal ein Pluszeichen. So, dann haben wir, also das ist eine Artikulationsart, dann haben wir das Frikativ auch nochmal eine Artikulationsart. Oh, und Sie sehen, die Explosive sind natürlich nicht Frikativ, das ist ein Minusfrikativ bei P und B, Plusfrikativ dann aber bei den hier erstmal die Labialen, Stimmhaftigkeit ist auch ein Merkmal, sehen Sie ganz unten, da kann man die dann wieder unterscheiden. Dann geht es weiter bei den Frikativen, wie das, und da sind wir jetzt im alveolaren Bereich, und dann haben wir Sch und Sch im postalveolaren Bereich, und dann haben wir nochmal der uvulare Frikativ. Ja, dann sind wir mit den Frikativen schon durch. Die anderen sind alle Minus. Frikativ. Lateral ist ganz einfach. Da haben wir nur einen Laut, der pluslateral ist. Und das ist nämlich der Lateral, Ö im Französischen. Und da haben wir nur einen Laut mit Plus. Das heißt also, die Angabe pluslateral führt schon dazu, dass wir die ganzen anderen Angaben nicht mehr machen müssen. Das L ist hinreichend durch die mit pluslateral. Das ist der einzige Laut, der dann da ist. Und bei den anderen muss ich erstmal immer noch unterscheiden. Bei den Frikativen. Und welcher ist es? Die vorderen Frikative, die mittleren Frikativen oder die hinteren Frikativen. Das ist eigentlich ganz einfach. Braucht man auch einen Artikulationsort als Merkmal. Und das sind die nächsten beiden. Anterior, also vorne im Mund, artikuliert. Und da haben wir praktisch alle in den gesamten Bereich bis zu den Alveolen. Ab postalveolar sind wir nicht mehr anterior. Ist dann Minus. Aber die vorderen Konsonanten sind alle plus anterior. Dann haben wir koronal. Koronal ist ein Merkmal, was Roman Jakobson sich ausgedacht hat. Wenn die mittleren Konsonanten, also die nicht labial sind, aber eben auch nicht velar, also praktisch hier den alveolar halalar. Velar ist ein Plus Corona. Ist da was richtig? Nochmal kurz gucken, koronal. Ja, geht bei T los und endet bei postalveolar. Also im palatalen Bereich ist nicht mehr koronal. Und der bilabiale Bereich auch nicht. Warum koronal? Corona ist die Krone und Roman Jakobson sagt, das ist die Zungenspitze, die da vor allen Dingen eine Rolle spielt, beziehungsweise auch die Zunge an der Seite bei lateral. Ne? Also das ist dann sozusagen dieser Kranz der Zunge, deshalb koronal. So, dann für die Vokale brauchen wir ja hoch, niedrig, hinten und rund. Rund brauchen wir auch nochmal bei den Halbvokalen. Also Lippenrundung soll stattfinden. Und man kann das auch für die Konsonanten einsetzen. Also es gibt bestimmte Konsonanten, da die man als hoch qualifizieren kann. Und das sehen wir hier. Also ab dem postalveolaren Bereich, die werden alle als hoch bezeichnet, weil der Zungenrücken da irgendwie nach oben geht. Immer dann, wenn der Zungenrücken eine Rolle spielt, kann man eben auch von hohen Konsonanten sprechen. Und dann gilt das natürlich für die Halbvokale und für die Vokale. Für die hohen Vokale, genau, gilt das. Niedrig, da gibt es jetzt bestimmte Vokale, nämlich ab den halboffenen Vokalen spricht man von plus niedrig. Und da sehen Sie hier das Pluszeichen entsprechend.
Ja, und dann gibt es natürlich vorne, hinten. Das ist natürlich bei den Vokalen besonders wichtig. Aber Roman Jakobson bezieht das auch nochmal auf Konsonanten, nämlich bestimmte Konsonanten. Die velaren Konsonanten gelten eben auch als hinten artikuliert. Und dann haben wir noch die Lippenrunden. Ja. Stimmhaft, stimmlos, ist natürlich klar. Die bestimmte Laute, die Vokale sind immer stimmhaft. Gut, es gibt Sprachen, die stimmlose Vokale haben, sogenannte Flüstervokale, ist aber sehr exotisch. Also ich kenne das nur aus einer nordamerikanischen Indianersprache mit Flüstervokalen. Da wird eben sogar Bedeutung unterschieden, dadurch, dass ein Vokal geflüstert wird oder nicht. Das ist aber eine ganz komplexe Geschichte, denn diese Flüstervokale treten in bestimmten Silben auf. Das sind Sprachen, die sehr stark silbenzählend sind, wo man also genau gucken muss, ist das eine gerade, ungerade Silbe und so. Und in bestimmten Silben können dann Vokale verstummen oder werden nur noch geflüstert. Und da gibt es eben stimmlose Vokale, aber eigentlich sind stimmlose Vokale sehr exotisch. Ne? Im Französischen gibt es das so ein bisschen als Variante im Auslaut, ne? Wenn Sie da sowas sagen wie puis, können Sie das I so verhauchen lassen oder oui, ja, wird die Stimmgebung plötzlich aufgehoben, aber der Luftstrom geht weiter. Oh, da kommt das dann vor. Aber in der Regel sind eben Vokale immer stimmhaft. Ja, und bestimmte Konsonanten sind immer stimmhaft und manchmal gibt es eben stimmhafte, stimmlose Varianten. Sie sehen das hier gleich am Anfang. PB, da ist der Unterschied die Stimmhaftigkeit. F, ja, also hier auch Stimmhaftigkeit, aber dann eben der Nasal M plus stimmhaft. Und da gibt es jetzt keine stimmlose Variante dazu. Dann geht es wieder weiter. T, D, S, S, aber lateral, ja, und Nasalkonsonanten, ne, immer stimmhaft. Dann gibt es wieder diese Variation. Sch, ne. Dann haben wir wieder Nasal, immer plus stimmhaft. Und dann haben wir wieder im velaren Bereich die beiden Explosive, stimmlos, stimmhaft. K, G. Und von da an haben wir nur noch stimmhafte. Ne. Ja. Die Halbvokale, die Vokale sowieso und hier eben auch das stimmhafte, der stimmhafte uvulare Frikativ, der velare Nasal. Klar, ja, so stimmt. So, jetzt kommen wir noch zu den etwas undurchschaubaren Merkmalen, sonorant und obstruent. Sonorant, sagte ich schon, das sind eben Laute, bei denen die Stimmhaftigkeit nicht wirklich funktional ist. Also Oppositionen in der Stimmhaftigkeit sind nicht möglich. Und das gilt auch für den uvularen Frikativ, also den R-Laut im Französischen, der zwar stimmlos gesprochen werden kann, aber das ist nur eine Variante. Und eigentlich gibt es da keine Stimmhaftigkeitsopposition. Deshalb sonorant. Und das Gegenteil von sonorant, da gibt es ein Wort dafür, das ist obstruent. Also ursprünglich dachte man, dass was nicht sonorant ist, obstruent ist, beziehungsweise obstruent ist das Gegenteil von sonorant. Das hatte man festgelegt, das ist auch so eine Idee, die, glaube ich, da bin ich nicht hundertprozentig sicher, auf Roman Jakobson zurückgeht. Und um jetzt mit diesem R im Französischen umzugehen, was sich ja manchmal eben doch anpasst in der Stimmhaftigkeit und manchmal aber wie ein Laut sich verhält, der das Merkmal in Sonorant hat, habe ich mir eben hier überlegt, dass es nicht einfach nur ein Gegenteil ist, sondern dass eben der R-Laut einen besonderen Fall darstellt, nämlich den, der sowohl sonorant wie auch obstruent ist. Also sich manchmal verhält wie ein obstruent und manchmal verhält wie ein sonant, also ein resonanter Laut, ein sonoranter Laut. Ne? Sonant, resonant heißt nicht. Und dadurch
habe ich eben jetzt hier Obsolent als extra Merkmal und Sie sehen, bei R sind zweimal Plus und damit kann man eben die besondere, das besondere Verhalten von R im Französischen erklären. Und Twitter ist also etwas, was sowohl Obsolent wie Sonorant ist. Und ich denke, das ist auch die Erklärung, das kann man auch gut begründen aus der Sprachgeschichte und so. Wie gesagt, dazu habe ich einen Aufsatz geschrieben, den Sie lesen können, wenn Sie das genauer interessiert. Aber man sieht eben, dass diese Arbeit mit den Merkmalen tatsächlich etwas ist, was, ja, was nützlich ist und was verschiedene Phänomene im Lautsystem halt sehr gut beschreiben kann. Man sieht eben auch, dass es sinnvoll ist, vielleicht das Phonem nicht als unteilbar anzusehen, sondern als eben zwar kleinste bedeutungsunterscheidende Einheit, aber eben eine, die man beschreiben kann, indem man sie eben in Merkmale zerlegt. Und da sehen Sie eben auch ein Grundprinzip des Strukturalismus, nämlich mit ja, dass die Phänomene immer kleiner werden zu lassen, um sie dann eben besser in den Griff zu bekommen, wissenschaftlich bei der Modellbildung, aber eben hier auch zum anderen immer Oppositionen zu schaffen, also so eine Matrix mit Plus und Minus. Das ist typisch strukturalistisch. Wir wollen eigentlich immer nur zwei Zustände haben. Und das ist halt ja ein wichtiges Prinzip des Strukturalismus, der ja entwickelt worden ist am Ende des 19. Jahrhunderts, also als man noch gar nicht an Computer denken konnte. Aber natürlich, wenn man dann an Computer denkt mit der 1 und der 0, dann sieht man eben, dass solche Ideen sich auch wunderbar dann digitalisieren lassen. Also von daher ist das sicherlich auch eine sehr zeitgemäße Beschreibung der Laute. Ja, es hat sich auch nicht viel verändert. Also bis heute ist es so, dass man in der Phonologie von zwei Ebenen ausgeht. Also einer zugrunde liegenden und einer Oberflächenebene. Und dass man mit solchen Merkmalen arbeitet, das hat sich auch nicht verändert. Das Einzige, was sich ein bisschen verändert hat, ist, dass man weniger von Regeln spricht, sondern mehr von Beschränkungen. Und eben feststellt, dass unter Umständen es bestimmte Beschränkungen gibt in Sprachen, in anderen vielleicht nicht, sondern bestimmte Beschränkungen eine mehr oder weniger starke Rolle spielen. Denn es ist tatsächlich offenbar so, dass dieses Prinzip der Auslautverhärtung ein Prinzip ist, was wir in Spuren praktisch in allen möglichen Sprachen finden. Nur es ist halt in bestimmten Sprachen nicht so wichtig. Im Englischen, heutigen Englischen, das nehmen wir nicht. Deshalb muss man sich da, wenn man Englisch lernt als Deutscher, diese Auslautverhärtung abgewöhnen. Aber wenn man genau schaut, in Sonagrammen, also in Abbildungen von Sprache, von Klängen, von Tönen, dann stellt man schon fest, dass an der Wortgrenze, insbesondere am Äußerungsende, die Stimmgebung abnimmt, auch im Englischen. Also die Tendenz zur Auslautverhärtung ist zu erkennen, nur sie spielt halt im heutigen Englischen nicht mehr die Rolle und man darf es eigentlich nicht mehr machen. Und im Italienischen, wo es keine Kontexte für Auslautverhärtung gibt, da hat es nicht vorzukommen. Also in Beschreibung des Italienischen finden Sie keinen Hinweis auf Auslautverhärtung. Aber es gibt natürlich hin und wieder die Notwendigkeit, auch für Italiener, Wörter auszusprechen, die am Ende doch einen Konsonanten haben, zum Beispiel bei Eigennamen aus anderen Sprachen. Ja, da besteht dann auch der Wunsch, die Auslautverhärtung irgendwie aufzuheben, indem man vielleicht noch ein Vokal dranhängt, ne? Dass man halt für Norden dann
wenn man nicht ein ganz anderes Wort nimmt, irgend sowas sagt wie Norte, ne? Oder irgendwie noch ein Vokal dran hängt. Oder dass man den Konsonanten ganz weglässt. Das gibt's insbesondere, wenn so amerikanische Schauspielernamen von Italienern ausgesprochen werden, dass man nochmal eben am Ende einen schwierig auszusprechenden Konsonanten weglässt. Aber wenn es hart auf hart kommt und ein Konsonant da ist, dann entdeckt man eben auch im Italienischen, das hat man insbesondere dann entdeckt bei Forschungen zum Italienischen in Deutschland, weil das ja hier doch ein relativ großes italienisches Sprachgemeinschaft ist, dass dann eben sogar Italienischsprecher, noch bevor sie richtig Deutsch sprechen, schon anfangen, auch mit den deutschen Wörtern Auslassverhärtung zu machen. Also offenbar scheint die Auslassverhärtung tatsächlich so etwas Universales zu sein. Nur die Gewichtung, wie stark diese Beschränkung wirkt, die ist eben unterschiedlich von Sprache zu Sprache. Und das ist jetzt heute der moderne Ansatz, dass man eben nicht mehr von starren Regeln spricht, sondern eben tatsächlich von solchen Beschränkungen. Ja, damit bin ich für heute erstmal am Ende.